Ja, ich denke, wir Spieler sollten einfach Vorbilder sein, sollten das auch den Fans und der Bevölkerung vorleben, dass es eben miteinander geht und nicht gegeneinander. Ich persönlich lehne jede Form von Rassismus, aber auch von extremen Nationalismus ab. Und wie ich Trainer bei der Wien Austria war, schon bei nationalistischen Gesängen schon sehr stark überlegt, mit meiner Mannschaft abzutreten. Habe es leider nicht gemacht im Nachhinein, denn ich hätte damit wirklich ein Zeichen setzen können, glaube ich. Ich denke schon, dass generell beim Fußball generell einfach ein bisschen mehr Ventilfunktion hat, teilweise ist, von Fanseiten her, dass das Positive wie das Negative vielleicht noch einmal ein bisschen extrapolarisiert herauskommt, oder? Ja, das kann ich so nicht beurteilen, weil ich ja nicht so, ich stehe nicht auf der Nord oder in der Fankurven. Also ich weiß nicht, was da genau geredet wird, aber da heißt es nur einfach wachsam sein und aufpassen, wenn sowas passiert, dass man sofort irgendwie mündig genug ist und da was dagegen sagt und den zurechtweist. Es ist ganz wichtig bei diesen Themen, dass man einfach schaut, dass man den Menschen sieht, dass man einfach immer sieht, wie sieht ein Menschen von mir, egal ob männlich, weiblich, woher er kommt und es eben so angeht. Das ist natürlich auch ein sehr großer Auftrag. Aber ich denke mir, so wie heute, diese Aktion zeigt einfach, dass wir gemeinsam dagegen aufstehen und dass wir da gemeinsam dagegen arbeiten möchten und aufzeigen wollen. Die Fußballvereine zeigen, dass das auch möglich ist ohne Rassismus. Ich finde das auch eine gute Lebensschule, vor allem auch für die Jungen, dass man, wie gesagt, keinen Unterschied macht, ob Hautfarbe, ob Religion oder sonst was. Also praktisch gegen Diskriminierung und vor allem gegen Rassismus. Also wir als Gesamtverein Wacker Innsbruck haben absolut keinen Platz für Rassismus, aber ich privat, auch mit meiner Familie, in allen Lebensbereichen. Rassismus hat auf der Welt nichts verloren.